Herzlich willkommen auf der Internorga 2023. Wir befinden uns hier auf dem Stand der Azcoen-Gruppe. Wir sind ein spanischer Hersteller von professionellen Kaffeegeräten und stellen hier unsere Neuigkeiten vor. Unsere erste Neuerung, die wir vorstellen möchten, ist die NeoQ, ein Standgerät, was zwei Sachen in einem verbindet. Das ist zum einen die Heißgetränkeversorgung mit Kaffee und Spezialitäten und zum anderen eben eine Wasserversorgung, die gewährleistet ist. Zudem hat das Gerät ein neues Design erhalten, was schon einen europäischen Preis gewonnen hat und somit den Zuspruch des Publikums schon erhalten hat. Weiterhin ist anzuführen, dass wir auch eine neue Touch-Technologie integriert haben, die einige Features hat, die mit Sicherheit die Bedienung vereinfachen, zum Beispiel auch ein Sprachenmodul, wo ich dann unterschiedliche Sprachen letztendlich bei multikulturellen Unternehmen natürlich anwenden kann. Weiterhin ist die Wasserversorgung mit kaltem Wasser gewährleistet. Wie einfach die Bedienbarkeit ist, zeige ich jetzt an einem kurzen Beispiel. Ich drücke auf Wasser, die Füllmengen kann ich mir aussuchen, beziehungsweise auch die Temperatur. Sie sehen, es läuft ein. Wir sehen, wie lange der Zyklus geht und somit haben wir frisch gekühltes Wasser, was natürlich auch vorher gefiltert ist. Des Weiteren haben wir natürlich einen Großteil unserer Produktrange speziell im Frischmilchbereich hier aufgestellt und präsentiert, weil wir einfach da auch noch mal stärker in den Horeca-Channel bzw. in diesen Markt einsteigen möchten. Wir haben uns im Vorfeld mehr auf den Instant-Bereich konzentriert. Jetzt kommt das Frischmilch-Thema dazu. Und wir sind sehr stolz, ja, diese Produkte letztendlich vorstellen zu dürfen. Wir haben zum Beispiel die X1 Mia. Mia ist Micro-Injected Air, ist ein ganz spezielles Frischmilchkonzept, was wir integriert haben in das Gerät, um eben ein optimales Ergebnis in der Tasse bzw. im Becher zu erhalten. Ja, im Hinblick auf die Schaumqualität, im Hinblick auf den Geschmack. Wir sind sehr stolz drauf. Das Gerät, was wir jetzt hier präsentieren, ist mit zwei Mühlen ausgestattet und so gesehen für den Horeca- und Gastronomiebereich mit Sicherheit eine interessante Alternative. Als nächstes Modell, was wir Ihnen noch vorstellen möchten, ist die Vitro S5, die mit unserer neuen EasyMilk-Technologie ausgestattet ist. EasyMilk bedeutet im Endeffekt, aufbauend auf die MIA-Technologie, haben wir die gleiche Technologie angepasst an ein speziell entwickeltes Topping. Die Vitro S5, die wir Ihnen hier vorstellen wollen, ist mit einer EasyMilk-Technologie ausgestattet. Das heißt, wir haben eine Aufschaumqualität, ja, die nahezu mit der Frischmilch gleichzusetzen ist. Nur verwenden wir hier eine Aufschäumtechnik, die angepasst worden ist an ein Instant-Produkt, was speziell dafür entwickelt worden ist. Wir werden jetzt gleich das Ergebnis in der Tasse sehen. Wir machen hier beispielhaft ein Latte Macchiato, wo man dann die Schaumqualität letztendlich genau begutachten kann. Ja, wir sind sehr stolz auf diese Technologie und sind davon überzeugt, dass wir auch in diese Richtung einen sehr, sehr großen Zuspruch erhalten werden, da das Thema Frischmilch natürlich immer ein sehr sensibles Thema ist und wir damit natürlich bestimmte Nachteile letztendlich dann auch im Hinblick auf Pflege und Reinigung etwas vereinfachen können. Wenn man sich genau die Tasse betrachtet bzw. den Inhalt, dann kann man sehen, welche Qualität dadurch erzeugt wird. Als letztes Gerät möchten wir Ihnen noch kurz die Vitro S5 Touch vorstellen, die auch mit der neuen Touch-Technologie ausgestattet ist, um viele Sachen zu vereinfachen und natürlich nochmal zu professionalisieren. Zudem hat man hier auch eine neue Emaille-Oberfläche, die kratzfest ist, leichter zu reinigen ist, verwendet. Und wir sind der Meinung, dass das auch zukünftig ein Gerät ist, was uns weiterhin bzw. den Kunden auch große Freude bereiten wird. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Präsentation gefallen. Bei Interesse kontaktieren Sie uns doch bitte über unsere Webpage www.azcoenvending.de.